Moin Moin meine Lieben, Moin Juliano, hier ist mal Elektroboy, ganz spontan mit meinem persönlichen Rückblicks-Feedback-Video zu WandaVision. Ja, was soll ich sagen? 3 Folgen sind schon vorbei. So Wahnsinn, Zeit ist echt relativ, hat Albert Einstein schon gesagt. Ja, genau. Es kam jetzt jede Woche eine Folge, jeden Freitag um 9 Uhr kam eine Folge raus. Und jetzt sind schon 3 Folgen. Ich kann euch nur sagen, das ist hier spoilerfrei. Also ich werde ja nicht auf die Serie eingehen, weil ich weiß nicht, ob sie schon wer gesehen hat. Wer sie noch nicht gesehen hat, jetzt wird es aber Zeit. Jetzt wird es aber Zeit. Schaut sie euch an. Prost, Vita Cola. Vita ohne Zucker. Ja. Nein, ich werde mich hier nicht über den Groß, über Details erinnern. Ich will eigentlich nur mal meine persönliche Meinung zu der Serie sagen. Ja. Ich muss sagen, jo. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich bis jetzt gesehen habe. Jetzt bei der 3. Folge heute hatte ich schon wieder Gänsehaut ohne Ende. Wow, wow, wow. Ja, also ich bin super zufrieden mit dieser Serie. Wer, jetzt mal ein bisschen Werbung machen für die Kollegen, auch wenn sie mich nicht kennen, aber ich bin halt immer begeisterter Fan von diesen Jungs oder allgemein. Ja, genau. Als erstes, kann ich euch nur empfehlen, auf einem Kanal, der heißt Nerd Factory, von Luke. Luke, top. Top, also ich bin echt begeistert. Also ich hatte mir schon am Anfang deine Videos mal angeschaut, so zwischendurch mal über, du machst ja über alle Themen, aber jetzt deine letzten Videos über WandaVision, weil geil. Ich würde dir gerne mal über die Schulter gucken. Beim Arbeiten, nee, richtig super. Falls du das hier mal siehst, geil. Nee, also ich kann das nicht mehr. Er hat jetzt 2 Videos hier gemacht, Recaps-Videos über Episode 1 und Episode 2. Von WandaVision, geht ins Detail rein. Jeder Easter Eggs, alles, ey, wo ich dachte, wow. Also ich weiß ja schon einiges, aber das ist echt, wow. Wow, wow, habe ich auch riesen Respekt vor, riesen Respekt. Dann habe ich dran teilgenommen, was mich jetzt persönlich, ich will nicht über Details verraten, ich will es nur sagen, falls jemand ihr spoilert werden möchte, extrem gespoilert, also ich sage jetzt mal extrem gespoilert, weil es gab vor zwei Tagen ein Interview, oder ein Livestream mit Yves von Moviepilot und Marco von Nerdkultur. Marco auch top. Yves auch, also richtig geil. Das ist ein sympathisch. Die haben auch richtig Ahnung. Aber die machen halt alles. Die haben sich livestreammäßig unterhalten. Man konnte. Die haben sich unterhalten über WandaVision. Und Marco hatte eine Info bekommen oder gefunden im Netz über irgendwie so das Ende von WandaVision. Wo ich das gehört habe. Wow. er hat gesagt in seinem Video oder in dem Livestream, er ist fast vom Klo gefallen. Er war irgendwie auf dem Klo an dem Moment. Ganz ehrlich, wäre ich auf dem Klo gewesen, wäre es bestimmt auch gefallen. Also ganz ehrlich, wer es sehen will, muss mal gucken. Also über Moviepilot. Bei Moviepilot ist das Video drauf, Livestream. WandaVision. Moviepilot versus Nerdkultur. Ja, aber sonst Nerd Factory. Also Nerd Factory könnt ihr echt abonnieren. Macht das. Luke, der hat echt. Der könnt euch alles ins Detail, habe ich sogar noch was gelernt und war echt begeistert. Das Coole ist bei Luke, von ihm und seiner Crew, ich kenne ja seine Crew, ich kenne ja nur ihn, da geht das die Recaps-Videos, die gehen länger als jede Episode. Ja, also episodenmäßig, da haben auch einige von euch schon gehört, die sind ein bisschen enttäuscht, dass die Folgen so lang gehen, aber das ist ganz klar. Den Trailer hat bestimmt jeder gesehen, darum ist es ja kein Spoiler. Die Serien sind ja Sitcoms. Das ist ja eine wie amerikanische Sitcom. Die erste Episode spielt in den 50ern. Die zweite hat jetzt in den 60ern gespielt und die dritte in den 70ern. Ja, ist vielleicht ein klitzekleiner Spoiler. Vielleicht auch nur klitzeklar, aber sonst nicht mehr. Und wie gesagt, früher gingen die Serien, also aus den Zeit nicht länger. Aber es soll länger werden. Ja, vielleicht noch ein kleines Mal. Aber das war's. Über die Länge war sonst richtig geil. Man muss sich dran gewöhnen. Ich habe auch schon einige gelesen. Die haben gesagt, das von Scheißen, das Übliche. Ja, es wurde aber auch Zeit für Marvel, mal neue Wege zu gehen. Immer diese Marvel-Formel. Marvel-Formel ist halt im Großen und Ganzen immer dieser. Ja, er ist so ein. Nehmen wir mal als Beispiel. So ein Mistkerl oder. So einer sagt, ja, pff, scheiß auf die Welt oder so und wird dann zum Superhelden im Prinzip, guckt dir oder ja, halt so ein, hat er als negativen Charakter und dann wird er zum Helden. Ich sag nur Thor, Dr. Strange, liebe Dr. Strange, Iron Man ist das gleiche Beispiel,
Tony, weißt du, mit seiner Art. Und dann wurde er zum Helden. Das ist die übliche Marvel-Formel. Und es wurde mal Zeit, neue Wege zu gehen. Das ist nun der erste Schritt. Und ich muss sagen, Marvel hat es richtig gut gemacht. Also die haben das super, die haben das super umgesetzt. Also die haben das echt verdammt gut umgesetzt, wo ich sagen muss, wow. Ja, es ist das. Wenn man neue GW geht, ist da ein Risiko dabei, dass es nicht funktioniert. Aber um erfolgreich zu sein, muss man halt probieren. Das ist einfach. Das war damals mit der Gründung des MCU. Das war ja nie geplant. Das war ja nie geplant. Nochmal zurückzugehen, vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, das ist halt so, wie das MCU jetzt ist oder der Erfolg ist. Das war nie geplant. Das hat sich so ergeben. Das ist klar, haben andere Filme die Vorlage geliefert. Ich sag nur Blade. Blade. Die ersten X-Men, Spider-Man-Trilogie von Sam Raimi. Wow, also das haben so die Meilensteine. Weil früher Superheldenverfilmungen waren ja nun mal so eine. Ach ja, gut, kann man gucken, aber muss man nicht. Jetzt sind wir das erfolgreichste Franchise. Und das war halt die nächste Stufe. Und das, was jetzt Marvel machen will, oder für die Leute, die es vielleicht noch nicht wissen, ist es halt. Es gibt halt Serien. Serien haben halt den Vorteil, du kannst besser mehr Geschichten erzählen. Detailreicher als ein Film. Film hast du da einer. Klar, manche Filme gehen länger. Guck dir Endgame an, Infinity War. Das ist ja nur mal eine Ausnahme. Aber sonst hast du einen Film heutzutage vielleicht 2 Stunden. Hochgerechnet 2 Stunden. 2,5 ist so die Standardklausel. Ja, bei Serien kannst du halt viel erzählen. Details und halt. Und das macht mal. Und Marvel macht halt das Geile. Die machen Serien und Filme. Klar, Film ist heutzutage sowieso eine Sache, weil ich habe jetzt neuestens gehört, Black Widow wird schon wieder verschoben. Wahrscheinlich. Hundertprozentig ist es noch nicht, aber ich denke mal schon. Also, Sony verschiebt auf jeden Fall Morbius und seid alle, ja, was ist denn nicht die Lösung? Warner will jetzt, weil ich schreibe jetzt ein bisschen vom Thema ab, Warner will ja jetzt dann immer aktuell das Thema machen, Streaming und Kino. Die wollen die Filme zeitgleich dann ins Kino bringen, Streaming zu Hause und Kino, aber da wollen wir jetzt nicht auch, weil wir reden jetzt noch über WandaVision, also dieser, und Marvel will halt Serien und Filme. Um das ganze MCU für die Zukunft zu verstehen, ist halt beides wichtig. Die Filme sehen und die Serien. Das ist das. Also, aber sonst bin ich mit WandaVision super zufrieden. Auch die Bewertung. Ich habe jetzt gerade die Bewertungsseite offen von Rotten Tomatoes. Das ist ja so eine Seite, wo ich immer regelmäßig auch gucke. Und die haben auch richtig gute Informationen. Aber wo halt alles. Die haben das neue System auch überarbeitet, sodass auch wirklich stimmt. Aktuell steht WandaVision. Also Rotten Tomatoes ist jetzt als Beispiel, sagen, die sind nicht immer hundertprozentig wie auch manchmal, aber das meiste. Sagen wir mal zu 80% ist das auch so, weil wie bei Rotten Tomatoes entscheide, wie ich das auch für mich persönlich sehe. Es gibt einige Filme, die sind bei Rotten Tomatoes total schlecht und ich finde die super klasse. Aber die Geschmäcker sind verschieden und das ist auch gut so. Toleranz ist das Wichtigste. Ja, nee, auf aktuell steht WandaVision bei 95% von 100. Das ist top. Ja, ist aber auch völlig verständlich, aber wie gesagt. Man muss sich einlassen darauf, aber ich kann euch sagen, nur jeder, der die Serie noch nicht kennt, ihr werdet es nicht bereuen. Ihr bereut es nur, wenn ihr die Serie nicht geguckt habt. Ehrlich. Darum, schaut euch WandaVision an. Ehrlich, ich kann es nur sagen. Ich als Marvel-Leidenschaftlicher, ich liebe Marvel über alles. Ich bin kein DC-Hasser. Ich liebe die DC-Animationsfilme, das weiß ja jeder. Oder das nicht weiß, der weiß es jetzt. Also. Aber das wurde echt Zeit für Marvel, neue Wege zu gehen. Und das machen sie echt gut. Das haben sie jetzt bewiesen. Ich bin ganz zuversichtlich auf die nächsten Serien, die kommen. Wie Falken und der Wintersoldat. Die Loki-Serie, bin ich mega gespannt drauf. Also da bin ich auch echt. Auf jeden Fall auf die What-If-Animationsserie. Was wäre, wenn? Da habe ich damals in den Condor-Comics schon geliebt, die Was wäre, wenn-Aktion. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Ist jetzt eigentlich nur mal ein kurzes Statement zu meiner Meinung zu WandaVision. Also ich freue mich schon tierisch auf den vierten Teil. Wie gesagt, jeden Freitag, ihr seht ja am Ende nochmal die Zusammenfassung, jeden Freitag eine Folge. Alle 9 Folgen gibt's. Also haben wir jetzt 3 haben wir, 6 haben wir noch vor uns und dann bin ich mal gespannt, wie das Finale ist. Wie gesagt, mit der Information vom Livestream zwischen Nerdkultur und Moviepilot bin ich echt super gehypt. Ich kann es kaum erwarten. Wenn das wirklich so eintrifft, wie das da verkündet wurde, wow. Da setzen wir um Klo und fall auch runter. Nein, also das ist echt super. Ich bin echt mega gespannt und das ist halt. Ja, das wird noch gut. Das wird noch gut. Aber ich hoffe trotzdem, weil ich ja nun mal ein Fan von Discs bin, also ich kaufe mir liebe Filme, ich möchte gerne trotzdem, vielleicht kann mir da ja noch mal eine Information geben. Irgendwann mal oder so.
ob man die Filme irgendwann mal auch auf Datenträger kriegt. Die bei Disney Plus, die streamen wir jetzt wie WandaVision, ob die auch irgendwann mal auf Datenträger kommen. Die hätte ich gerne. Ja, es geht darum. Das ist halt Leidenschaft. Ich habe jeden Film. Ich warte noch auf The New Mutants. Der kam gestern raus. Hat leider noch nicht im Laden. Also viele Läden haben ja leider im Moment nicht offen. Naja, muss ich doch bestellen. Naja, nützt ja nichts. Aber ich will den haben. Ich habe jeden X-Men-Film. Das ist so. Ich liebe X-Men. Fantastic Four liebe ich noch mehr. Aber da wird auch noch was kommen. Also die Informationen sind ganz gut, was bis jetzt so ankommt. Aber der Rest. Das wird richtig, richtig, richtig geil. Also ich freue mich tierisch. Aber sonst muss ich sagen, meine Vision, top, top. Jede Folge wird besser. Jede Folge wird einfach besser. Das ist so. Darum kann ich euch nur sagen, auch wenn ihr am Anfang vielleicht sagt, oh, noch nicht so meins, bleibt dran. Die halbe Stunde hat jeder. Ja, jetzt sind es 1,5 Stunden. Aber sonst, es wird nachher noch richtig, richtig genial. Weil das Problem ist ganz einfach, wenn ihr die Serie nicht guckt, versteht ihr nachher die Zusammenhänge nicht, wie es weitergeht. Weil wie gesagt, die Serie soll irgendwann im Film enden. Genau. Ich sag nur ein Wort. Ich sag nur ein Wort. Multiversum, Multiversum. Und wenn das so kommt, wie das hier geplant ist, wie sie sich das vorstellen, obwohl ich bei Kevin und seiner Crew überhaupt keine Bedenken habe, wie gesagt, nicht umsonst. Guck mal, wir haben 23 Filme, wir sind das erfolgreichste Franchise aller Zeiten. Früher haben sie über uns gelacht und jetzt so stecken wir sie alle in die Tasche. Wenn das so kommt, ey, wow. Wow, dann kann ich nur, hoffe, habe ich nur einen Wunsch. Bitte macht die Kinos wieder auf. Ich will diese Filme endlich wieder im Kino sehen. Wieder mehrmals sehen. Ich habe jeden Marvel-Film mindestens dreimal im Kino gesehen. Und wenn ich die Zeit hätte und die Möglichkeit, würde ich mir auf jeden Fall noch mehr angucken. Mein Spitzenreiter, sagen wir noch, Zukunft ist Vergangenheit, den habe ich, glaube ich, 6-mal gesehen. Dark Phoenix bloß einmal, weil der halt. Der war okay, aber der war irgendwie darum. Die X-Men im MCU, wenn das kommt. Im MCU-Stil. Molto bene. Genau. Ja, das war auf jeden Fall so mein kleiner Pass. Persönlich, könnt ihr mich mal. Wenn ihr mehr sehen wollt von mir, abonniert mich, schreibt mir einen Kommentar. Ich gehe auf jeden Fall alles ein. Ich habe auch ein bisschen mehr Zeit jetzt im Moment. Antwort auf allen Fragen. Ich bin für alles offen. Also auf jeden Fall nochmal ein Dankeschön an Luke und seine Videos, die er macht. Richtig geil. Ich liebe es, dir zuzugucken, dir zuzuhören. Richtig toll. Auch die Jungs, ich von Moviepilot und Morgen von Nerdkultur. Ohne euch bei YouTube, ach, das wäre einfach zu langweilig, weißt du? Also das ist das. Naja. Ja, das war's erstmal so von mir. Ich bleib dran. Mal gucken jetzt über die Zukunft, was bei mir jetzt als nächstes kommt. Also ich habe ja schon beim letzten Mal gesagt, ich wollte Livestream machen, habe ich noch nicht geschafft, weil ich mit der Datenbank noch nicht fertig bin. Für die Leute, die vielleicht fragen wollen, was für eine Datenbank, ja, tue ich tu. Ich habe ganz viele CDs. Ganz viel. Und die tue ich digitalisieren und einbetten, damit ich weiß, weil ich später mir Livestream machen will mit Final Scratch. Darum. Und ich bin der Perfektionist. Ich katalogisiere die Daten, die Musik direkt nach Genre, Mimix, Unimix und was mit Fotos. Und damit ich immer später weiß, genau. Ja, aber das geht auch noch weiter, weil wenn ich die Daten gespeichert habe auf der Festplatte, die ich dann später auf Blu-ray, es gibt Blu-rays, die sind lange haltbar, über 50 Jahre, dann kommen die da drauf und dann schauen wir mal. Gut! Junge, Junge, schon wieder Viertelstunde vorbei. Naja, auf jeden Fall nochmal zur Info für die Leute, die mich irgendwie noch nicht kennen. Ihr lernt mich kennen. Ich sage euch eins, schaut euch WandaVision an. Ihr werdet es bereuen. Ehrlich. Die 1,5 Stunden, die habt ihr doch Zeit, oder? Gut, jetzt erstmal, bis dann. Denkt dran, genießt den Moment, bevor er zur Erinnerung wird und sonst. Ihr hört was von mir. Lasst es euch gut gehen. Tschüss, euer Elektroboy-Matze.